Hey, hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sniper Ghost Warrior 3. In der letzten Folge gab es ja einen Anschlag auf der Kirche, also jemand wurde erschossen bei seiner Hochzeit, was wir eigentlich machen wollten, aber uns kam wohl jemand zuvor. Und wir sind jetzt auf der Suche nach den Schützen, aber müssen aufpassen, weil wir sind hier im feindlichen Gebiet und ich weiß noch nicht, ob wir alle Wachen schon erledigt haben. Deswegen gehen wir mal hier hoch. Wir haben auch so gut wie keine Munition mehr für unser Scharfschützengewehr, was blöd ist. Aber wir haben noch genug für unser Sturmgewehr und ein bisschen noch was von unserer Pistole. Der Weg sagt hier entlang. Sind das Zivilisten? Ja, okay. Zivilisten dürfen wir natürlich nicht töten. Nur die Bösewichte. Okay. Vielleicht ist es nicht schlecht, wenn wir ein bisschen mit dem Messer rumrennen. Also versuchen sie zu knifen. Aha. Damit locken wir wenigstens ein paar Gegner an. Verdammt, da ist noch jemand. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, so rumzulaufen. Weil da locken wir wenigstens alle aus ihrer Reserve. Aber wir töten uns damit auch selbst. Verdammt. Ja, letzter Kontrollpunkt. Viele Leute hier kamen. Lag das daran, weil wir Alarm geschlagen haben? Oder lag das echt daran, weil so viele Leute in der Nähe waren? Okay. Felder, Hügel, Wald, Ruinen. Mindestens ein Dutzend gute Plätze. Okay. Dann lassen wir mal die ganzen Soldaten. Ruine auf dem Hügel genutzt. Mist, ich weiß schon, wie das endet. Ich gehe zur Kirche. Geh halt. Ah, das ist unser Wagen. Okay. Dann fahren wir gleich dahin, weil das ist eh weit weg. Und wir sparen Munition dann. Auch wenn der Loot schön wäre, weil da so viele Leute noch sind. Aber egal. Wir haben ja dabei. Okay. Dabei haben wir ja nicht diesen Druck, dass wir Geldprobleme haben für Waffen und so. Wir haben genug Geld, um uns die ganzen Waffen zu holen, die wir wollen.
Frage, sind hier ein paar Gegner? Oder sind wir unter uns an dem Schützen? Wenn der Schütze noch hier ist. Wir könnten theoretisch eine Drohne starten, um zu gucken. Aber er braucht schon eine Drohne. Sieht ziemlich steil aus. Bin bei der Kirche auf dem Hügel. Sieh dich vorsichtig um. Wenn das wirklich sein Versteck war, muss er etwas hinterlassen haben. Irgendwas. Ich tue das schon mein ganzes Leben. Vertrau mir, ich kenne mich aus. In der Kirche ist etwas Tumult. Meinst du, sie haben dasselbe gefunden wie wir? Ich beeile mich, keine Sorge. Hoffentlich noch nicht. Kommen wir denn am besten hier hin? Nö. Und die müssen wir hier, glaube ich, rauf. Okay. Oder können wir einfach die Tür öffnen? Ich bezweifle, dass wir die Tür öffnen können. Nö. Okay, das heißt, wir müssen da echt irgendwie hochklettern. Aber er will hier nicht hochklettern. Schade. Ist hier irgendwas? Können wir hier irgendwas machen? Können wir hier hoch? Vielleicht hier. Und vielleicht können wir ja mit unserer Sicht erkennen, wo wir hochklettern können und wo nicht. Nö. Von hier aus? Nö. Also wir können klettern, aber hier können wir nicht klettern. Hier, wir rutschen da sogar runter. Die wollen halt nicht, dass wir uns hier so hochglitschen anscheinend. Ja, aber wie sollen wir denn dann hier rein? Durch die Tür kommen wir ja nicht, weil wir zu dumm sind, eine Tür zu öffnen. Hier können wir auch nicht. Wenn ich wenigstens sehen könnte, wo ich hinklettern kann. Ah, ja klar. Hier kann ich klettern, aber auf der anderen Seite nicht. Hm, ja klar, okay. Spielelogik manchmal. Komm ich hier hoch? Ja. Okay, eine Kugel liegt auf jeden Fall. Hab die Hülse gefunden. Gesehen und er hat sie bestimmt absichtlich hier gelassen. Er hat von hier geschossen. Muss ein tolles Gewehr haben. Eindeutig ein Profi. Woher weißt du das? Er muss wenigstens 7 Stunden hier gewesen sein. Wartend auf dem Boden. Keine Anzeichen von Ausscheidung. Nichts. Special Ops. Aber glücklicherweise habe ich seine Spur. Den finde ich. Negativ. Die Separatisten sind auf dem Weg. Du hast keine Zeit. Ich gehe, Lydia. Hallo? Stopp. Hier rein? Ne. Hier gibt es noch mehr Spuren zu sehen. Wir müssen noch mal kurz hoch.
Abdrücke auf dem Boden, ja. Okay. Ah, verstehe. Ich hätte so nach Reihe das machen müssen. Jetzt müsste ich theoretisch die Kugel, aber die kann ich irgendwie gerade nicht. Dann hier runter. Die Fußabdrücke. Egal, haben wir das halt nicht komplett scheiß drauf. Wir haben das verpackt, weil wir das da unten anscheinend nicht. Oh, Minen. Das klingt nicht toll. Okay, ich sehe was glitzern. Eine Spiegelung. Ein Paket auf einem Grab. Vorsicht. Bombe. Und? Komisch. Ein Helm. Scheiße. Ich glaube, es ist ein Helm. Was? Ich glaube. Ein Helm ist ein Helm. Unglaubliche Technik. Weiß nicht, wie sie funktioniert. Tot sehen wollte, wäre ich's bereits. Das ist eine Nachricht. Der Geist ist echt, Lydia. Und er ist uns mehrere Schritte voraus. Wo versteckst du dich, Bruder? Es war nicht wirklich schwierig. Und weg. Ah ne, eine Flasche. Du hast wohl neue Tricks auf Lager. Du gibst auf? Nicht heute. Oh Mann, wie konntest du überhaupt? Oh. Ja. Okay, bin in eine Falle getappt, aber mir geht's gut. Nimm die Beine in die Hand. Die Separatisten kommen. Bin auf dem Weg. Irgendwas hat's wegen einem Minenfeld gesagt. Ah, da kommen sie schon. Frage ist, wohin sollen wir? Halte er tief. Okay, einfach hier runter. Ist das die Kirche? Oh.
Einfach hier runter. Sliden. Und da ist es eh nicht mehr tief. Geschafft. Und wir sind draußen. Zwei Alarme haben wir ausgegeben. So ein Superschütze hat ihn mir aus den Händen geschossen. Das macht keinen Sinn. Jason versucht doch immer ihn zu finden. Ich weiß, dass alles, was ich hinter vorgehaltener Hand über Amasi berichtet wurde, zu einer Legende weitergesponnen hat. Manche behaupten, er bestehe teilweise aus maschinellen Implantaten. Wiederum andere glauben, er sei eine Reinkarnation eines alten heidnischen Gottes namens Mithras. Schwachsinn. Er mag enorm gut ausgebildet sein, aber er ist ein Soldat. Er hat nur extrem hochmoderne Waffen. Ich habe eine seiner Kugeln mitgenommen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich kenne da jemanden. Freut mich für dich. Ruhe. Ein Typ, der sich auf außergewöhnliche Waffen spezialisiert. Freut mich für dich. Experimentelles, hochmodernes Zeug. Ich zeige sie ihm. Mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Ich danke vielmals. Wo ist er denn zur Lage eigentlich? Ach. Da hinten, achso. Ja, tippen wir uns dahin. Okay, Lydia. Kannst du ihn finden? Ich hab da so eine Idee. Ende. So. Wir haben ja, wie ich gesehen habe, irgendwie eine neue Waffe oder so gekriegt. Also abgesehen mit der, die wir bei uns haben. Stonsky. 98 und die da. PMT. Ist ja fast überall schwächer. Stabilität, Rückstoß, Schalldämpfung. Nur im Schaden ist die besser. Das ist, wenn wir die ausrüsten. Die ist vom Schaden her die beste. Die ist generell nicht schlecht. Ja, die ist die beste, die Knight 110. Ja, dann bleiben wir bei der. Aber wir kaufen die trotzdem. Nur rüsten wir die aus. Okay, die haben wir eh ausgerüstet. Gut. So, ich möchte noch modifizieren. Neues Sniper-Visier haben wir. Und eine Tarnung. Cyber-Nano. Gletscher. Okay. Tarnungen sind jetzt nicht so besonders. Ups, ich war noch nicht fertig. Wir haben da ein neues Messer. Eine Rapture. Sieht geil aus. Nehmen wir. Und Panzerung. Rüstungskit Stufe 2. Genau. Sturmgewehr haben wir noch immer, unsere AK. Stimmt, die Pistole. Ich weiß nicht, ob wir da eine mit Schalldämpfer nehmen oder eine ohne. Oder können wir da Schalldämpfer rauf tun? Modifizieren da. Ja, wir können sogar einen Schalldämpfer rauf tun. Und sogar ein Visier. Laser. Genau, und ne Dings haben wir nicht. Bleiben wir dann bei der AK. Kaufen wir uns noch eins. Haben wir zwei Stück. Okay. Dann hätten wir eigentlich das erledigt. Wir müssen noch zu unserem Laptop. Für die nächste Mission.
Hauptoperation. Da gäbe es noch die eine Nebenmission. Ich würde sagen, machen wir mal die Nebenmission. Verstanden. Ich tue, was getan werden muss, Lydia. Ende. Okay. Ja. Irgendwas tun wir, was wir tun mussten oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal zum Hotel. Genau, unsere Pistole hat jetzt sogar... Aha. Können wir besser zielen. Wahrscheinlich aus der Hüfte sieht man das nur, ja. Gut. Ich frage mich auch, ob die das merken, den Laser, also... Wenn wir in die Nähe mit den leuchten, ob die denken, hey, das gehört aber nicht hin, der Punkt. Oder ob die das komplett ignorieren. Das können wir ja dann in Action sehen. Jetzt gehen wir... Ah, das ist schon das Hotel da vorne gleich. Okay, tun wir mal kurz mit der Drohne rumfliegen. Ah ja. Aha, hier sind auch zwei Personen. Drei sogar. Vier. Fünf. Okay. Aber scheinen keine Gegner zu sein, immerhin. Kriegen die keine Markierung. Ich höre einen Helikopter. Aha. Verstehe. Also sind ja nicht nur sehr viele Leute, sondern hier ist auch ein Helikopter unterwegs. Ich weiß, wo der Forschungsleiter sich aufhält. Verstanden. Hol jetzt die Schlüsselkarte. Bin dabei. Na, das wird spaßig, das Hotel zu... angreifen. Okay, markieren wir sonst noch irgendwo wen? Nee, ne? Passt schon. Gut. Ja, haben wir auf jeden Fall einige diese ganzen Punkte. Und das waren wahrscheinlich noch nicht mal alle. Gut, da rennen wir mit unserer Pistole rum. Wie viel Schuss hat eigentlich unser Sturmgewehr? 40, okay. Ich weiß, wohin wir rennen. Du stand da gerade Fahrzeug zerstört? War das unser Fahrzeug oder wie? Haben wir auch ein Licht? Ich sehe hier gar nichts. Wir haben anscheinend kein Nachtsichtsgerät oder so. Was blöd ist, weil ich sehe hier echt nichts. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir wieder zurückrennen gerade. Aha. Hier geht's rechts lang.
Okay, dann rennen wir mal da lang. Ah, hier ist wieder Licht. Gut. Was ist hier? Ivo, beweg deinen Arsch. Okay. Eigentlich ist es, glaube ich, dumm, die Leichen hier draußen zu lassen. Weil immerhin gibt es ja auch einen Helikopter. Das ist auch nur Spiegel. Die meisten Leute sind alle über uns. Wir müssen noch einen Stockwerk nach oben. Als ob hier keiner ist. Okay. Dann noch ein Stockwerk nach oben. Kann jemand da draußen eliminiert worden sein? Wir haben einen Verletzten. Verdammt. Schützen ausmachen.
Okay. Aha, da ist die Kamera. Was ich hitte, die Kamera nicht. Kann ich den nicht zerstören? Ah, jetzt ist die Kamera kaputt. Arschloch. Irgendwo. Ich glaube, da kommt jemand die Treppe hoch. Hier muss doch irgendwo noch jemand leben. Da hinten ist noch jemand. Den haben wir untersucht. Den haben wir. Aha, den. Der fehlt uns noch.
Irgendwo ist eine Kamera. Dateien, Lydia. Gute Arbeit, John. Verschwende keine Zeit mehr in dem Gebäude. Aber hier oben ist auch noch irgendwas. Das tut wahrscheinlich die Kamera zerstören, oder? Ah ja, wir können die Kameras hacken, okay. Autsch. Na, wir haben es erledigt. Scheiß drauf. Easy. Die Daten haben die gefährdeten Plätze gezeigt. So. Kann die bestehende Technik fürs Einspeisen von Fehlinformationen und Bewegungen dienen? Ich helfe gerne. Wir sind auf derselben Seite. Genau. So, ja, die Mission hätten wir erledigt. Ich glaube, dann gibt es eh nichts mehr auf dieser, oder? Genau, das ist der Prolog. Hier haben wir auch alles. Schön, dann wäre das ja unsere nächste Mission quasi. Aber das, würde ich sagen, machen wir in einer nächsten Folge. Die Folge ging eh schon etwas länger als sonst, also daher verabschiede ich mich bis zu einer weiteren Folge von Sniper Ghost Warrior 3. Ciao!